Hallo meine Dönerfreunde! Im heutigen Video hat Emily versucht, ihre Community in Dress to Impress zu trollen und hat sich extra hässlich Outfits zusammengestellt. Lasst dafür einen Daumen nach oben da und schaut das Video bis zum Ende, um nicht zu verpassen, ob Emilys Troll überhaupt funktioniert hat. Lasst uns die 2000 Likes auf Emilys Video voll machen und ich gehe jetzt Döner essen. Ciao, Kakao! Die Runde beginnt, also kann mein Troll starten. Aber als erstes ist natürlich die Hautfarbe dran. Und Freunde, ich muss ehrlich sein, ich bin schon sehr, sehr aufgeregt. Das Thema ist auch einfach mal Königin. Ja, und ich muss jetzt ein sehr, sehr schlechtes Königin-Outfit machen. Und ich bin super duper gespannt, wie meine Community darauf reagiert. Meint ihr, die lieben mich so sehr, ich komme trotzdem auf den ersten Platz? Oder es wird fair gespielt und ich komme auf den letzten, Freunde. Oh, aber bevor ich hier noch weiter planlos rumlaufe, machen wir erstmal die Haare. Oh mein Gott, und ich sehe schon, Dress to Impress hat ein neues Outfit. Das sieht ja mal mega slay aus. Ja, und ich finde auch, die passen richtig gut zu dem Thema Königin. Aber Freunde, wir dürfen natürlich nicht schön aussehen. Wir müssen uns jetzt so eine komische Haarfarbe machen. Ich meine, habt ihr schon mal so eine Königin gesehen mit grünen Haaren? Ich nicht. Oh, und genau das lassen wir jetzt auch so und kommen zum Make-up. Und ich glaube, Freunde, es wird heute super, super schwer, das Thema zu verfehlen. Beziehungsweise, ich will das Thema so richtig, richtig schlecht machen. Genau mit diesem Gesicht. Was, Bruder? Damit sich meine Community so denkt, Emily, was ist denn mit dir passiert? Aber Freunde, das wird alles nur ein Troll an euch. Und das werdet ihr auch sehen. So, jetzt muss ich mal wegen dem Outfit schauen. Das wird unnormal schwer. Ich darf halt nicht zu slay aussehen, Freunde. Ja, doch, doch. So, das Thema ist ja Königin. Königin tragen immer so rot. Aber ich würde sagen, wir mischen jetzt mal rot mit pink. Ja, das sieht doch richtig slay aus. So, wie wäre es jetzt noch einfach mal damit? Ey, Leute, es wird immer schlechter. Und genau das ist gut. Ich hoffe jetzt einfach nicht, dass meine Community schon bei der ersten Runde merkt, dass ich sie trolle. Weil, Freunde, seht ihr mein Outfit? So werde ich niemals rumlaufen. Oh mein Gott. So, eigentlich hat eine Königin ja wunderschöne hohe Schuhe. Aber heute tragen wir... diese hier? Okay, nee, Freunde, ich übertreibe ein bisschen, die kommen wieder weg. Denn wir müssen mal schauen, ich habe ziemlich kalte Füße und ich finde, wow, die passen ja bei mega gar nicht. Oh, die mache ich jetzt auch einfach mal grün, damit die natürlich zu meinen Haaren passen. Grün, grün, grün sind alle meine Farben. Und deswegen muss ich jetzt noch eine Tasche haben. Oder ein bisschen Schmuck, Freunde, ja, wichtig. Und weil wir nicht zu schlimm gehen wollen, mache ich jetzt mal schön Schmuck. Hey, was die anderen sich bestimmt so denken. Emily, was machst du? Aber warte mal, was ist mit ihm los? Leute, macht er mir etwa nach? Und will heute richtig reinkackern? Aber ich sehe gerade, die Zeit ist vorbei. Und ich habe keine Tasche. Oh. Also kommen wir zu mir direkt, zu der freshesten Baddie auf der Welt. Ich meine natürlich zu der besten Königin der Welt. So, also kommen wir jetzt schon mal zu der nächsten. Und Freunde, die sieht halt wirklich gut aus. Die hat ein tolles rotes Kleid an. Und es sieht einfach toll aus. Und wie Schmuck und so. Wow, also von mir 5 Sterne. Leute, so wäre ich eigentlich. Aber ich musste natürlich extra schlecht machen. Und oh mein Gott, wie gut sieht meine Community wieder aus. Leute, es passt einfach von oben bis unten mit der Frisur. Ich kann nicht anders, als 5 Sterne zu geben. Ich bin mal gespannt, hat meine Community mir auch 5 Sterne gegeben, weil die mich liebt? Oder waren sie ehrlich und haben nur eingegeben? Aber ihr, Freunde, müssen mir auch sehr viele Sterne geben. Mir fehlt so ein bisschen eine Tasche oder ein bisschen Schmuck. Deswegen 4 Sterne. Aber richtig slay. Und kommen wir schon zu der nächsten? Sehr, sehr schön. Aber Leute, sie sieht nicht aus wie eine Königin, sondern eher wie eine Prinzessin. Aber trotzdem von mir ganz klare 4 Sterne. Auch die Posen. Ey, slay, slay, slay. Also kommen wir zu den nächsten. Okay, okay. Die hat mal was ganz anderes gemacht. Und zwar pink. Was? Und sie schreibt, Emily, meine Königin, bin Emily. Dafür gibt es von mir natürlich 4 Sterne. Wow. Leute, meine Community ist einfach zu toll und wunderschön. Ich meine, schaut euch jetzt das mal an. Das sieht auch richtig slay aus. Ich muss sagen, die Farben matchen jetzt nicht so krass. Also deswegen nur 3 Sterne. Aber trotzdem slay. Wow, Leute. Das ist die beste Königin, die ich jemals gesehen habe. Leute, sie ist so krass. Sie ist so wunderschön.
wunderschön und elegant. Alter! Also, ich hätte am liebsten 10 Sterne gegeben. Oh mein Gott! Was ist eigentlich hier passiert? Leute, wollte der mir irgendwie nachmachen mit Thema schlecht machen oder so? Ich weiß nicht. Also ich sehe jetzt auch keine Königin. Nicht mein König, Leute. Ich sehe einfach nur irgendwas Pinkes. Nee. Geh mal wieder nach Hause. Ist mal was anderes, Leute. Ja, ich würde sagen, es ist jetzt nicht das Letzte von allen. Deswegen nur 3 Sterne von mir. Wow, Leute, was geht? Hier ab, bitte. Das ist wunderschön. Ich kann nicht mehr. Ich bin verliebt, Leute. Oh mein Gott, ich konnte nicht an, als 1,5 Sterne zu geben. Bitte komm zurück, bitte. Leute. Wusste die kleine Maus etwa, was ich vorhabe und das Thema total schlecht machen will, um alle zu trollen und sie hat mir nachgemacht? Ja. Naja, kommen wir mal zum letzten. Warte mal. Ey, Leute, was? Ist mit Ariel passiert? Wollte der sich selber machen? Ariel, du bist kein König. Außerdem, wo sind deine Schuhe? Willst du krank werden? Dein Gesicht? Ariel, nee, sorry. Nur 1 Stern von mir. Und jetzt kommen wir zu den Siegern. Leute, das glaube ich jetzt nicht. Was? Obwohl ich so schlecht war, bin ich auf den 2. Platz. Leute, das ist der Beweis. Meine Community liebt mich über alles, ja? Also wirklich, Leute, womit habe ich das verdient? Schaut mich doch mal an. Ich sehe aus wie ein Clown oder so. Also bin ich sehr gespannt auf die nächste Runde. Aber vorher machen wir uns erstmal ein bisschen nackig, Freunde. Und da sind wir auch schon in der nächsten Runde mit dem schönen Thema Baddie. Aber für mich wird ganz und gar nichts schön. Denn natürlich werde ich keine Baddie, sondern eine Ugly oder so. Und dazu passt perfekt dieses Gesicht, Leute. Wow. Und wir machen auch direkt weiter mal mit den Haaren. So, und hierbei brauchen wir die wirklich schlechtesten Baddie-Haare auf der Welt. Nein, Leute. Das ist perfekt, oder? Es schreit nach nicht Baddie. Also, wer kennt's nicht? Heute sind wir mal eine Bond-Baddie. Yeah. Und ich bin wie immer gespannt, was meine Community sagt und was sie machen. Ich sehe schon einige Ice Spice hier. So, für mein nicht perfektes Baddie-Outfit passt diese Hose. Aber wir brauchen natürlich so ein richtig schlechtes Muster. Leute, was gibt's hier bitte für Muster? Oh mein Gott. So, mal schauen. Leute, jetzt brauchen wir nur noch ein Oberteil. So, Freunde, ich nehme jetzt einfach mal das. Mach es auch in dieser Farbe. Alter, Leute, ich meine, ich sehe ein bisschen aus wie eine Baddie, aber wirklich keine schöne Baddie. So, machen wir mal weiter mit den Schuhen. Die sieht man ja eh kaum. Also passen die hier, finde ich. Und ich habe noch sehr viel Zeit, aber irgendwie bin ich schon fertig, oder, Leute? Das Einzige, was noch fehlt, ist Schmuck. Ja, yay. Das machen wir jetzt in schwarz. Oh mein Gott, Leute, das ist wirklich nicht schön. Jetzt machen wir uns nur noch so Ohrringe. Alter. Ja, ansonsten bin ich eigentlich ziemlich fertig. Es fehlt nur noch eine Slay-Tasche. Und ich finde, es passt doch nichts Besseres zu einer Baddie als so eine riesige Einkaufstasche in schwarz. Leute, irgendwie gefalle ich mir doch langsam, aber ich wollte doch eine schlechte Baddie werden. Aber ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, wie viele Sterne hättet ihr meiner Nicht-Baddie gegeben? Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, Freunde, wie ihr meine Fits bewertet. Würdet ihr mich genauso gut wie meine Community bewerten? Weil die mich einfach lieben. Oder, Freunde, werdet ihr ehrlich und gebt mir nur einen Stern. So, und ich muss jetzt mal schauen, brauche ich eigentlich noch irgendwas? Nee, ich glaube, ich bin fertig. Also chill ich hier einfach mal mit der Icy Spicy Gang. Ja, Lagra, keep it in step. Oder, Freunde, soll ich vielleicht hier nochmal so eine Brille, so eine Sonnenbrille anziehen? Alter, aber das sieht irgendwie zu gut aus. Nee, weg mit dir. So, und zum Schluss mache ich mir jetzt nochmal die Nägel und zwar in grün. Weil, ja, warum? Und Freunde, die Zeit ist vorbei. Also beginnt es jetzt und schaut mal, wer hier kommt. Ja, Leute, schaut mal, wie slay ich bin, Mann. Yeah. Gib mir alle 5 Sterne. Alter, Leute. Ich kann nicht mehr. Das ist for real. Eine Baddie.
ich komme nicht klar. Leute, diese Schuhe, diese Leggings, diese Jacke, diese Mütze. 5 von 5 Sternen. Lena, ich bin ein großer Fan von dir. Also kommen wir zu der ersten kleinen Icy Spicy. Und ja, Leute, die sieht schon ziemlich slay aus. Ich muss aber sagen, ihr Outfit hätte ein bisschen baddyhafter sein können. Weil so eine Shorts, ja, ist jetzt nicht so baddy, wisst ihr? Leute, was sehen meine Augen denn hier bitte? Ich sehe einfach eine Baddie von unten bis oben. Ich habe vergessen zu bewerten. Nein, es tut mir so leid. Aber kommen wir zu der nächsten. Ja. Freunde, die schreibt einfach alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Ja, deswegen muss ich dir 3 Sterne geben. Also wirklich, Dankeschön. Oh, hier haben wir mal eine männliche Baddie. Ja, Leute, ich muss sagen, dafür, dass er männlich ist, bin ich ihn ja mal richtig slay. Also von mir ganz klare 4 Sterne. Obwohl du ein bisschen aussiehst wie A-Ray. Hä? Aber komm, wir zu der nächsten. Was ist denn hier los? Leute, die sieht nicht aus wie eine Baddie, sondern eine Dalaina. Und sie schreibt, die Baddie hatte leider eine Schlägerei. Ey, ich kann nicht mehr, Leute. Nein, und jetzt habe ich wieder vergessen zu bewerten. Ey, Leute, ich bin ein Noob. Aber kommen wir zum nächsten. Und der ist alles andere als Baddie, Leute. Also nee, 1 Stern. Ciao. Warte mal, was ist denn da unten los? Leute, ich sag gerade, das ist voll die Betty. Aber was ist das für ein Outfit? Ich check's irgendwie nicht. Also, Rock über Hose. Nee, 2 Sterne. Aha, was ist denn hier los? Leute, das ist einfach A-Ray. Und ja, A-Ray hat einfach ein Sixpack. Aber man muss sagen, A-Ray sieht aus wie eine Betty. Leute, wer was anderes sagt, hat die Augen zu. Also von mir 5 Sterne, A-Ray. Aber kommen wir zu der letzten. Und sie ist einfach nackt, Leute. Ist das etwa ihr Outfit? Einfach nur Schuhe? Ich meine, ja, du siehst trotzdem aus wie eine Baddie irgendwie. Ich kann nichts sagen. Und die schreibt, Karte, kein Internet, sorry. Oh, das war doch nicht die letzte, denn hier kommt die letzte und zwar Icy Spicy. Lecker. Und ja, das gefällt mir auf jeden Fall besser als die letzte Ice Spice. Und weil wir alle wissen, Icy Spicy ist eine Baddie, gibt's von mir 4 Sterne. Oh, oh, Leute, und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Big, nein, Leute, wie kann das sein? Ich bin auf dem ersten Platz mit diesem Outfit. Oh mein Gott, ich habe 31 Punkte und das total unverdient. Leute, ihr seht doch alle so krass aus. Und ich eigentlich nicht, hä? Naja, ich bin jetzt wirklich mal gespannt, denn die letzte Runde steht an. Und dafür wird sich natürlich ausgezogen. Slay, bis gleich. Und da sind wir schon in der letzten Runde. Und das Thema ist Braut? Hä? Nein, Spaß, Freunde. Das Thema ist natürlich Brautmann. Und weil ich natürlich wieder reinkackern muss, werde ich jetzt genau das Gegenteil nehmen, Freunde. Naja, und das Gegenteil von Braut ist halt einfach Bräutigam. Und deswegen schwimme ich jetzt gegen den Strom und werde ein Mann. So, Leute. Und in dieser Runde werden wir hoffentlich alle merken, dass ich sie trolle. Ja, und wenn nicht, Leute, ich liebe euch trotzdem. So, aber jetzt kommen wir mal zum Outfit. Press to impress. Ich liebe auf jeden Fall die Auswahl, die die Männer hier haben. Die ist auch gar nicht so klein oder so, im Gegensatz zu den Frauen. Nee, nee. So, aber fangen wir mal ganz schlicht an. Und zwar natürlich mit einer schwarzen Hose. Dazu ziehen wir jetzt einfach mal passend so ganz schwarze Schuhe an. Und jetzt müssen wir uns ein richtig freshes Hemd raussuchen. Aber nicht hier. Oh, zum Glück ist Emily schlau und hat sich erinnert, hier ist ja noch was für die Männer. Und zwar genau hier oben. So, Freunde. Yeah. Oh, jetzt muss ich einmal hier schwarz machen. Das machen wir auch schwarz. Und das war's ja eigentlich schon. Hier gibt es jetzt auch, glaube ich, kein anderes Hemd. Oh, Leute, doch. Das hier oben. Ja, wartet mal kurz. Das sieht ja ein bisschen komisch aus. Aber jetzt... Oh, besser, aber sieht es nach Hochzeit aus? Da hat mir irgendwie das von vorhin besser gefallen. Also Planänderung. So, einmal weg mit dir. Aber ich mache etwas anders als eben. Und zwar wird das schwarz und das hier weiß. Und das hier wird wieder weiß. Ja, Freunde, ja. Sieht das gut aus oder sieht das schlecht aus? Ich habe keine Ahnung. Soll ich jetzt doch das andere ausprobieren? Oh, Freunde, komm. So, gebt zu, Freunde. Das sieht viel, viel slayer aus. Und jetzt kommen wir zum Make-up. Mal schauen. Was haben die Männer hier so am Start, Leute? Ich glaube, das ist schon eigentlich perfekt. Und kommen wir jetzt mal zu den Haaren, denn ein Bald Guide will ich mal nicht sein. Ja, und viel Auswahl gibt's natürlich wieder nicht. Also nehmen wir die hier. Die machen wir jetzt einfach mal braun. Und Freunde, ich sehe richtig, richtig
sieht gut aus, oder? Ich hoffe nur, die verstehen, dass das jemand Braut ist und ich Bräutigam. Und ich sehe Troll und so. Aber meine Community ist wahrscheinlich wieder so süß zu mir und ich komme auf den ersten Platz. Oh, wollen wir mal schauen? So viele Bräute. Ich heirate euch. Jetzt mal wirklich, Leute. Ich bin der Mann, den ihr sucht. Komm schon. Aber warte mal, wer ist er hier? Bist du etwa Michael Jackson oder was? Aber keine Konkurrenz für mich. Entschuldigung, was machen Sie eigentlich hier draußen? Geht's Ihnen gut? Ja. Leute, damit habe ich nichts zu tun. Wie, die Zeit ist schon vorbei. Leute, das ging aber... Aber schnell. Oh, jetzt müssen wir natürlich die besten Posen raussuchen. So, Leute, beste 28 und das hier. Yeah, slay, Leute. Freunde, würdet ihr mich heiraten, würde ich so aussehen? Sag mal ehrlich. Oh, also zu ihr würde ich auf jeden Fall nicht nein sagen. Leute, das passt von oben bis unten. Ich kann nichts sagen. Ich glaube, in dieser Runde werden nur 5 Sterne verteilt. Außer hoffentlich an mich, Leute. Ich hoffe, die verstehen das, dass ich sie trolle. Aha, okay. Also ich muss sagen, jeder hat einen anderen Geschmack, aber diese Schuhe zur Hochzeit wären jetzt nicht so mein Ding. Auch irgendwie ist hier oben so ein bisschen was gemischt. Leute, leider nur 3 Sterne von mir, sorry. Aha. Aber Leute, wisst ihr, was mir auffällt? Die sieht zwar aus wie eine süße Braut, aber die sieht irgendwie aus wie Annabelle. Wisst ihr, aus dem Horrorfilm, Leute? Oh, das macht mir ein bisschen Angst. Geh mal schnell wieder raus. Ich will dich nicht heiraten. Ja. Die sieht ein bisschen aus, als würde sie im Winter heiraten, wie eine kleine Eiskönigin. Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt so heiraten. Nur 3 Sterne von mir. Ja, okay. Hier haben wir wieder eine kleine Eiskönigin. Diese Schuhe für eine Hochzeit, Leute. Oh, nee. Also, sorry. Nur 2 Sterne von mir. Keine Ahnung, Mann. Und Leute, da hat jemand genauso reingekackert wie ich einfach. Und weil das Thema Braut ist und nicht Bräutigam, ja, gibt es nur 1 Stern für dich. Kommen wir zu der nächsten. Und ja, man kann in Pink heiraten. Warum nicht? Ja, mit 2 verschiedenen Haarfarben. Warum nicht? Aber ich gebe 2 Sterne nur. Sorry, ist leider nicht meins, Mann. Aha, Dieses Kleid sehe ich auf jeden Fall unnormal oft heute. Aber das Outfit sieht ja eigentlich richtig gut aus. Sie sieht auch aus wie eine Braut, Leute. Ja, von mir 3 Sterne. Hättet ihr genauso viele gegeben? Oder vielleicht auch mehr? Aber komm, wir zu der nächsten. Was ist denn hier los? Wo sind deine Schuhe? Auf deiner Hochzeit keine Schuhe. Das ist krass. Auf deiner Hochzeit ein Eis zu essen? Das ist auch krass. Und generell, dieses Outfit, nein, da fehlt einfach alles. 2 Sterne, ciao. Okay. Die sieht nicht aus wie eine typische Braut, finde ich. Die sieht so aus wie eine kleine UFO-Braut, Leute. Aber ich finde es irgendwie süß. Es hat was, es passt alles zusammen. Also 4 Sterne von mir. Kommen wir zu der letzten. Na, aber Freunde, die Schuhe gefallen mir nicht. Irgendwie, nee, das gefällt mir alles nicht. Und wo sind deine Posen, Mann? Also ich muss dir leider heute ein Nein geben. Tut mir leid, vielleicht nächstes Mal. Aber kommen wir zu den Gewinnern, Leute. Ich bin auf 2. Platz, Freunde. Was ist das denn? Aber die erste hat auf jeden Fall sehr, sehr verdient gewonnen. Und ich habe einfach 28 Punkte. So, Freunde, und jetzt habe ich es geschrieben. Ich habe euch getrollt. Ich schreibe, das waren alle super schlechte Outfits von mir, Leute. Und ihr habt mich trotzdem so nett bewertet. Ich kann nicht mehr. Also, Freunde, falls ihr in diesem Video dabei wart und mich trotzdem gut bewertet habt, dann... Ja, ich liebe euch. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, das war's jetzt mal. Irgendwie kann ich meine Community nicht trollen. Also würde ich sagen, bevor die nächste Runde beginnt, Freunde, ciao.